Es ist das Tragische, ja. Oh nein, da spricht er in die Moderation rein. Ein Hallihallo und ein Hallöchen. Zu Factorio, Version 17. Normalerweise 75, aber da uns da ein gewisser Mod zusammengeschossen wird, haben wir wieder runtergepatcht und sind wieder bei 74 gelandet. Und wie man ja etwas vernehmen konnte, wir sind nicht alleine. Hallo Rumi, hallo Nachtfalter, hallo Cody. Hallo. Ayo. Hi. Na, schön, dass ihr wieder alle zahlreich erschienen seid. Ja, Schnapsi ist bei Feuerwehr, der muss Brände löschen. Vor allem seinen eigenen. Wahrscheinlich höchstens seinen eigenen. von dem her, schade. Sehr schade. Aber ich hoffe, dass wir es irgendwann noch hinkriegen, dass uns Schnaps wieder besucht. Wer weiß, wer weiß. Auch wenn er dann wahrscheinlich nicht mehr weiß, so wirklich, was er machen soll. Alter, was ist mit meiner Maus los? Was spinnt denn die so? Alles mal. Ja, aber echt. Die wollte gerade so hin und her. Sag mal. So, wie ihr seht, ich habe ein bisschen umgebaut. Oder, na, sieht man es mit Sicherheit. Also das da unten ist ja alles neu hier. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob das richtig ist. Ja, doch, passt. Ja, haben das Holz ein bisschen erweitert. Mittlerweile die rechte Seite fängt an, sich zu stauen. Die linke Seite, da fehlt noch so einiges. Aber ja, das Erzfeld ist noch im Weg. Und hier fehlen auch noch ein paar Gebäude, wie man sieht. Ich habe sie nicht im Inventar. Und so weit müssen wir gar nicht. So weit müssen wir doch gar nicht. Was ist das hier für ein Blödsinn? So. Ja, hier das Ding ist auch noch im Weg, leider. Ich muss ein bisschen weiter nach links versetzen, weil wir Probleme hatten hier unten mit dem Anschließen. Wir konnten die zwei hier nicht mehr anschließen und mit vier Stück ist das ein bisschen schwer geworden. War doch ein bisschen zu viel Holz. Jetzt mit den ganzen roten Fließbändern. Ja, spätestens wenn wir rote Blader hätten, dann wäre das nicht mehr ganz so problematisch. Aber ihr wisst die Problematik der erweiterten Schaltkreise. So minimal dauert das noch ein bisschen. Aber, darf man nicht vergessen, wir sind stets bemüht. Vor allem der Nachtfalter ist stets bemüht. Und man merkt schon, alle höchst dann kann ich ja konzentriert. wie heißt der Bahnhof, wo man sich Schwefelsäure holen kann? Ich würde jetzt einfach vermuten Schwefelsäure, aber Minisäure. Nimm man Schwefelsäure an. Minisäure ab heißt er. Ja, weil Minisäure ist. Ah, da. Oh. Macht da mal noch ein paar Signale hin. Hofft, der Zug ist so. Ja. Mehr darf nicht dahin. Was ist denn der Cody für ein Bahnhof? Für ein Zügchen. Ah, der ist ja ein putziger Zug. Was? Wann? Wo? Ich glaub du. Ah, ja. Der gute Lesegaszug durfte nicht durch. Oh. Fehlt noch. Jawohl, schön. Jetzt läuft das alles hier. Ich weiß, die Lichter sind versetzt. Ich weiß nicht, irgendwie hat es die Blaupause zerschossen. Seitdem sind hier die Lichter random gesetzt, wie man hier sieht. Es sieht wunderschön aus. Aber soll mich jetzt persönlich nicht weiter stören. Wichtig ist, jawohl, es fängt an auch hier sich zu stauen. Und jetzt ist die Frage, wir müssen das Ganze nämlich jetzt unter anderem Brummi schaffen. Er hat da schon ein Zügchen. Ich hätte da auch einen Platz für den Bahnhof. Machen wir erstmal den Bahnhof kurz. Wir haben ja hier drüben so einen schönen kleinen Mini-Bahnhof. Brummi, was hast denn du für einen Zug? Groß, klein, dick, dünn? Ein normaler Zug. Warte, wo steht das Ding? Also Dreier. Ui. Ja, Dreier. Ui, drei. Spätzle Express. Gottes Willen, ich weiß nicht, wie ich den füllen soll in der aktuellen Lage, aber okay. Dann packen wir hier den Bahnhof hin. Der da wartet. Ja, ich hab's schon gesehen. Das wird mehr als interessant. Ach, mehr war's nicht. Den Rest können wir hier anschütten. Ja, Nachtfalter? Nix, alles gut. Alles gut. Zumindest so weit, wie es geht.
Alles gut in Nachtfalterhausen? Ja, das definitiv nicht. So. Also das kommt dahin, das kommt dahin. Bahnhof. Haben wir noch einen schön. Dann nennen wir den am besten einfach Holz ab. Ganz simpel. Dann holen wir uns gleich mal den Zug. Das ist jeder hier. Einmal hier, Wartebedingungen leer natürlich. Und uns. Braucht ihr dann auch Asche? Du brauchst Asche? Ja. Asche. Okay, und wo ist hier? Ja, wo ist wohl hier? Ach so, ja. Ich verstehe. Darf ich das richtig vernehmen? Du willst einen Zug haben? Nö, mir reicht eigentlich irgendwo ein Warenhaus. Ein Warenhaus. Wo sollte ich hier die ganzen Züge unterbringen für das, was ich alles brauche? Ja, eben. Okay. Dann müssten wir irgendwo ein kleines Lager machen, wo wir die Asche nicht verarbeiten. Oder du nimmst doch einen Zug. Dann kann ich meinen Zug nämlich umlenken. Dann schicke ich den einfach runter zu dir. Da muss ich nicht jetzt irgendwo ein Warenhaus hinklatschen. Ja, aber ich brauche auch noch Schmiermittel. Und wie gesagt, zugmäßig, irgendwann wird es hier haltestellenmäßig. Ja. Ja, kriegen wir schon hin irgendwie. Ach, guck mal, Bummi-Zug ist auch schon da. Schön. Ja, weiß nicht, wie ich das jetzt mit Holz vollkriegen soll, aber schauen wir mal. Irgendwo schon Schmiermittel? Ich glaube nicht, oder? Schmiermittel? Doch, irgendwo haben wir das. Also, ich habe schon Schmiermittel gesehen. Aber frag mich nicht, wo. Ich würde jetzt einfach spontan bei Schnaps sagen. Oder bei Brummi unten. Irgendwo was da? Hier? In den alten Anlagen? Gab's bei Schnaps sehe ich so beim Drübergucken auch nichts. War das... Ja, nee, hier auch. Okay, ich hätte echt schwören können, dass wir irgendwo so ein Mini-Ding hätten. Was war's? Stahl und Ziegel. Stahl und ein bisschen Ziegel. Ei. Also, wenn ich jetzt nicht gewaltig was übersehen habe, dann nicht. Okay, gut, dann habe ich mich da auch irgendwie... Oder hattest du was, Cody? Dass ich wüsste. Das heißt, ohne Schmiermittel geht erstmal gar nichts. Ach ja. Der ist doch schön. Ja, zumindest kriege ich so langsam die ersten kleineren Felder weg. Ah, sehr gut. Ja, ich habe mir auch vorgenommen, dein Lager mal so ein bisschen irgendwie noch mehr anzuschließen. Momentan nehme ich ja nur das Kristall des Borax raus. Aber ich will unbedingt das die Rockhole muss ich da unbedingt rausnehmen. Kann man bauen eigentlich? Was kann man bauen? Ach, es sind mal wieder keine Bohrköpfe im Molybdän jetzt. Ich wollte gerade mal gucken, ob man da langsam mal umbauen kann. Ja, die dürfen wohl reichen. Ich wollte gerade sagen, sind denn Bohrköpfe da, aber nach der Zahl, die ich da hochploppen gesehen habe, sollte das ein Momentchen reichen, ja. Ja. Ich frage, ob ich das überhaupt in die Kiste passt. Bande reinpacken. Es gibt noch genug andere Felder, die Bohrköpfe brauchen. Hm. Ja, passt. Ganz. Fehlt. Oh, hier fehlen ja Schienen. Hallo? Bin ich fertig? Ja, gar nicht. So, sollen wir denn schmiermitteltechnisch mal was Provisorisches aufbauen? Das wäre, glaube ich, nicht verkehrt. Würde ich gleich mal gucken. Ja, man ist ja quasi dein Gebiet da hinten. Theoretisch. Das Schmiermittel kriegst du aus den aromatischen Kohlenwasserstoffen. Und die kannst du in der Theorie am besten mit den Pflanzen herstellen.
Oder mit her, oder? Ich guck gleich. Gib mir einen Moment. Ja, ja, beziehungsweise. Ach, wie hieß das andere Ostheer? Dieses. Kreosee. Genau, und aus dem konnte man doch, glaube ich, auch Weiterverarbeitung machen. Naja, 150 Kreosot. Nee, Kreosot ist es nicht, seht. Kriegst du 100 aromatische Kohlenwasserstoffe. Du kannst aber auch aus dem. Shit, jetzt habe ich es mir gelöscht. Aus den Pilzen irgendwie. Finger weg von den Drogen. Hä? Finger weg von den Drogen. Oh ja. Welchen? Den kleinen, den mittleren? Allen. Du kannst zum Beispiel 200 aromatische Kohlenwasserstoffe aus Ralesia und den Pilzen machen. Und die Ralesia haben wir in der Forschung. Okay. Hm. Ja. Kann sich ja Rudi dann überlegen, wie er es macht. Letztendlich. Ich gucke mich gerade durch, ja. Im Endeffekt kann man ja auch mischen. Je nachdem, was man zu viel hat. Ich meine, also ich habe jetzt. Mission Possible? Ich habe jetzt zum Beispiel, damit ihr da auch Bescheid wisst, die Anlage, die momentan Kohlegas macht und Teer produziert, hat ursprünglich das Teer abgeliefert und hat die Übermenge noch zu Kohlegas gemacht. Da aber Kohlegas problematisch war, habe ich es jetzt andersrum gemacht, dass ich aus dem Teer Kohlegas mach und nur der Überschuss geht in den Zug rein, weil wir ja das Kohlegas für Synthesegas benutzen und die Anlage wiederum erzeugt ja wieder Teer. So gesehen können wir dann das gewonnene Teer mehrfach verarbeiten. Aber ich sehe schon, es kam jetzt nicht so. Toll, ernsthaft? Es gibt eine Forschung, da braucht man das dritte Päckchen für. Dann hinterher eine Forschung für Schmiermittel freizuschalten, die nur das erste und das zweite braucht. Oh. Nee, was nennt es hier? Wo geht nicht? Geht auch nicht. Oh, muss das jetzt sein, dass das hier so kacke ist? Ah, dann kommt halt das scheiß Haus dahin. Ja, das passt da auch nicht noch. Das war klar. Da will ich es nicht hinquetschen. Es wäre so schön gewesen. Jetzt hier von rein. Ja. Schön ist zu einfach. Ja. Und einfach kann jeder. Genau. Jetzt machen wir das mal so. Macht man das dann noch? Was fehlt hier? Das wären die Ausgänge. Und das da wird da. Nein, das reicht wegen eins. Hose filtern und so, ne? Aber das ist halt so, Mann, ey. Das ist wieder zum Kotzen. Didim. Didim. Noch ein größeres Didim. Willst mich doch verarschen. Da. So, wunderschön gelöst. Oh Gott. Irgendwie glaube ich das jetzt nicht. Mhm. Ja, ich muss ja hier irgendwie mit Promis. Brauchen wir noch mehr Kohlegas? Weiß ich noch nicht. Ich mache jetzt mehr. Wie ich ja vor 5 Minuten erklärt hatte. Ja, ich guck mich halt gerade mal durch, was es sonst noch so gibt mit Nebenprodukten und so, ob wir vielleicht noch irgendwas aus den Nebenprodukten brauchen können. Ja, also ich muss jetzt mal gucken, was ich jetzt hier letztendlich rauskrieg. Wer braucht hier denn das Schmiermittel? Na, für weitere Schaltkreise. Ich dachte, wie schnell? Ach so, ach, ich glaube, das hat Zeit. Würde ich jetzt mal einfach vermuten. Halt, Jen, ich glaube, die Frage ging an dich. Gut, aber es ist ja mehr oder minder schon beantwortet. Beziehungsweise, was soll ich dann dazu sagen? Kommt halt drauf an, wie schnell er weitere Schaltkreise braucht. Beziehungsweise,
Es ist zwar der nächste Schritt, bei dem ich es brauche, aber danke. Ist ja nicht so, wie wenn es der allerletzte Schritt wäre, damit sie fertig werden. Heute sind alle genervt. Nö, ich brauche ich nicht. Ich weiß nicht, wo das Problem war, eine einfache Antwort zu geben. Mittelschwere Wichtigkeit. Oh, wieder Stainless. Ah, oh, come on. Also eigentlich brennt es auf den Nägeln, aber da dann noch ein, weitere Produkte fehlen, ja. Korrekt. Richtig. Richtig. Um keinen zu zitieren, auch wenn er nicht da ist, im Herzen ist er da. So, ja, ich bin draußen. Freiheit mit dem Holz. Muss ich nur zum Bahnhof kommen? Also, wir werden den Bahnhof da oben hinsetzen sollen. Ah, dann reise ich nochmal ab. Du. Dahin. Fehlt auch ein Radar. Du dahin. So. Gleis gebaut werden. Achso. Okay. Ja, ist ja gut. Echtes? Geht das? Ja, der kapiert's. Schön. Schön, 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 schön. So. Einfacher ist es hier. Umzusetzen. Huch. Gehen wir einfach. Einmal da lang. Die Drohnen haben eh genug. Hier einmal durch. Bisschen ungefähr über das Kohleding darüber, genau. Und so rüber. Sehr schön. Bin mal gespannt, wie schnell das da wird mit dem Holz, aber wie viel Holz, also wie ist denn da die Rate bei dir, Brummi, vom Verbrauch her? Sagen wir so, aktuell hat die Anlage Nafta, das heißt die Produktion wird nicht auf 100% laufen, aber wenn die mal wirklich Hunger hat, also wenn ich keinen Nafta mehr habe, dann ist das Holz innerhalb von Minuten weg. Okay, dann wird's lustig. Du, die läuft so, wie sie eben Holz kriegt. Okay. Muss nicht hundertprozentig laufen. Wir wollen da ja nur die Würfelchen. Und solange wir das Hot Sin Gas am Ende noch nicht verarbeiten können, wird's eh kritisch. Dann ist ja gut. Drohnen, los, macht hin. Hallo, Drohnen? Achso, boah, komm wieder. Hey, Lixblechle. Das ist aber heute ein Verschleiß von Fließbändern. Super Sprengstoff haben wir auch noch da. Gut. Und wieder. So. Dann kann man das so machen schon mal. Nee, genau falsch rum.
Perfekt. Können wir das da anschließen? Das ist schon mal verbunden alles. Das passt auch. Müssen wir nur noch die Ecken hier machen. Schön. Kerosine pro Abbauvorgang. Das ist interessant. Oh, das können wir sogar. Könnten wir anzapfen. 8 Millionen hat es da drauf. Kranker Scheiß. So. Zack. Da kommt das Holz zu Brummi. Schön. Schön. Ja. Schön. Schön. Oh Gott, kann ich irgendwo Chrom rausgreifen? Chromerz oder was für Chrom? Chrombarren. Frage, bei mir wird wahrscheinlich leer sein. Und bei mir ist es, denke ich mal, aktuell auch immer noch nur ein durchlaufender Posten. Ja, Chrom läuft ziemlich gut durch. Ja, ist mal wieder der da. Bräuchte mal ein paar Chrombarren. Hat nicht zufällig einer von euch welche einstecken? Nee. Was heißt Chrom, ne? Da steht kein Wort Barren dran. 103 hätte ich aktuell im Inventar. Schaust du die? Das ist das Richtige. Ja, war das Richtige. Danke. Okay, gut. Hä, wieso pumpt denn nicht? Habe ich hier irgendwas? Oh, ah, weit schon. Haben wir hier aus Versehen die Teerleitung abgerissen? Nein, aber nicht. Kohlegas ist voll. Okay, wo ist denn mein Zug mit Kohlegas? Der steht da hinten. Warum steht der da? Weil Kohlegas, Kamingas, Kamingas, nicht Kohlegas, Kamingas voll ist? Lol. Alter, die Anlage ist zu klein, die Kamingas verarbeitet. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin gerade voll gelaufen. Oh, da stehen noch 3 Züge mit Kamingas und warten, abgeladen zu werden. Okay. Dann schnappe ich mir meinen Zug und fahre da hoch. In der Theorie, wenn du mir Holz lieferst, kommt da sogar noch ein Vierter angefahren. Das ist kein Problem. Das ist ja gut, das ist ja gut. Das ist sehr gut. Muss ich nur ein bisschen abreden. Dann fahren wir mal da mal kurz hin. Warum ist der Gleisbaumodus bei Geist so scheiße? Weil. Weil er scheiße ist. Ja, wirklich. Ja, total. Dit, vorwärts. Auf hier. Aus dem Weg da unten. Immerhin haben wir die Zugstaus. Das finde ich schön. Oh, was ist hier los mit dem Erz? Oh, die Kohle ist voll beim Erz. Okay, deswegen kommt kein Eisenerz mehr. So, perfekt. Also müssen wir hier echt noch upgraden. Oh Gott, das will. Ah, hier hat jemand Asche, Kohlestaub nachgeschmissen. Auch ja. Schön. Auch schön. Okay, also das hier ist. Ach, was würde ich für Module tun? Das wäre so schön. Ich glaube, dann kann ich so langsam diesen Verteiler hier abreißen, weil dann brauche ich generell einfach nur ein Warenhaus, wo ich den ganzen Scheiß reinstopfe. Erstmal. Diese Anlagen hier. Ja, wir müssen generell hier mal umbauen. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist erstmal nochmal Landaufschüttung holen, das Ganze ein bisschen größer machen. So. War größer im Sinne von in die Breite. Einmal da lang. Dann machen wir es einfach auch noch nach unten.
Wenn, dann gleichmäßig. Was wir noch übrig haben. So. Dann schmeißen wir gleich noch Stein hinterher. Da hat es ja wieder genug. Oh, da hat es auch noch was drin, aber wird es länger. Ich habe gesehen, Kupfer ist nicht mehr so stark in Mache. Schmeißen wir da gleich noch ein bisschen Kupfer hier rein, wenn wir schon dabei sind. So, dann kann die eine Weile wieder arbeiten und dann das Kohleproblem. Wo war es? Das war hier. So. Muss auch eine Weile arbeiten. Das muss nämlich. Ah ja, hier ist weniger Platz. Mehr Platz. Sehr gut. Die Anlagen laufen alle. Nee, die laufen nicht alle. Was mangelt es an Dampf? Wieso Dampf? Hä? Wieso mangelt es jetzt an Dampf? Okay. Da ist doch auch drin. Seit wann haben wir hier Dampfprobleme? Das war doch sonst nie der Fall. Ja, wahrscheinlich bräuchte man da ein paar Pumpen, um das Ganze zu unterstützen. Okay, schreiben wir uns. Ah, ha, To-Do-List. Aha, okay, neue Aufgabe. Die To-Do-List. Anlage. Pumpen für Dampf. Weiß ich mir zu. Was Pumpen? Ja, später, ja. Okay. Muss ich jetzt mal was anderes hier tun? Der Spieler ist im Weg, du mich auch. Geh weg. Die lassen wir einfach weiterlaufen. Dann kopieren wir mal das hier. So. Und packen das hier hin. Das ist da im Weg. Hä? Oh, das ist ein ernsthaft dämliches Mini-Loch hier. Oh Mann. Muss ich wieder Landabschüttung nehmen. Blödes Loch. So, nochmal. Also, das ist. Hat jemand gerade Handcrafting frei? Was willst du haben? Ich brauche 42 Filter. Filter? Ja. Warte mal. Vielleicht einfach welche. Haben wir da welche übrig irgendwo? Ich könnte dir einen neuen bauen gerade. Ja, besser wie gar nichts. Ich habe hier auch nochmal 5 drin. Dann stelle ich mal die. Ne Sortiergreifer hin. Oh. Gar nichts mehr. Noch ein, zwei Teerverarbeitungseinheiten vorher, aber die kommen dann auch gleich. Nee, Brummi. Das Gebäude heißt Filter. Ach so, ich dachte. Nee, kein Item namens Filter. Denken, nicht denken. Machen. Aber danke. Mein Chef immer sagt. So, stellen wir einfach rein. Filter. Der hier. Kopieren. Klingt ungesund, ich würde es rauchen lassen. Ja, sag ich auch immer. Dankeschön. So, Drohnen wären toll. Ich habe hier unten 325, alles gut. Willst du welche abgeben? Ja. Oh. Ein Riesenareal hier. Ja, ich weiß. Was brauchen wir denn hier alles? Lauter. Jetzt, ja gut, blaue Greifer. Kannst doch ganz einfach in dein tolles Autocrafting einbauen. Immer 5 Drohnen und immer wenn die gebaut sind, dann lässt sie gut, lässt sie los. Wird schwer, wenn ich keine im Inventar habe. Hast du mir eine? Keine im Inventar. Keine. Wo hast du denn? Ja, guck mal. Da, eine. Dankeschön. 5, dann okay. Braucht denn die alles?
Ach, Solder. Hm. Oh, da weiß ich doch was. Da weiß ich doch was. Oh ja. Oh. Dann brauchen wir noch das da hier. Nicht Bolwehr. Boost. Was hier? Jetzt baut er Belader nach. Nee. Na gut, baue erstmal Belader nach. Ist okay. Achso, weil wir keine Fließbänder haben. Okay, warte mal. Lol, die Tee-Extractor sind ja geil. Wie so eine Mühle. Wo denn? Wo ich gerade stehe hier. Hast du die Dinger noch nicht gesehen gehabt, Cody? Nee, die hatte ich noch nie gebaut bislang. Fällt mir. Arbeitet der nicht? Oh, hör doch auf. Oh, hör doch auf, so blödes Ding. Nimm doch die hier. Ah. Reicht immer noch nicht. Okay. Weil, was fehlt noch? Okay. Das kriegen wir hier. So, dann holen wir hier nochmal. Was? Oh, der immer noch Belader. Okay, Ampere Schaltkreise holen. Okay, die Drohne hier, die tapfere Alleindrohne hier, die kann jetzt erstmal ein bisschen kämpfen. Dann können wir einfach, wir haben ja hier überall diese einzelnen Pumpenlinien, sag ich mal. Dann theoretisch können wir da jede einzelne anzapfen und das dann unten wieder anschließen. Hm, theoretisch. Aber wir haben es ein bisschen... Ah, beschissen gelegt. Ich habe jetzt noch Synthesegas dazwischen. Hm, hier diese Ecken hier könnten wir anzapfen. Also hier zumindest in hier. Hier wird es wieder schwer. Müssten wir halt einen Tunnel nehmen. Da könnte man nehmen. Hier wird es blöd. Da müssten wir hier das Eck nehmen. Und hier auch wieder einen Tunnel. Oder wir zapfen halt von hier aus an und gehen hier runter und können dann hier runter gehen. Ja doch, das ist glaube ich besser sogar. Wenn wir die hier anzapfen. Hm, ich sehe schon. Okay, Pumpen. Ich kann ja. Motoren und Rohre. Na, toll. Aber das gibt's zum Glück beides hier. Zack, zack. So viel will ich gar nicht. Oh Gott, übertreib halt. Ich hab zu viel Zeug. Hol da. Hm. Das können wir doch. Immer ganz was Neues, Dossi. Mhm. So, was fehlt hier? Warum werden keine Schienen gebaut? Weil genug da sind. Hui, 3,5k Schienen. Okay. Aber es fehlt trotzdem ein bisschen was. Also gut, dann machen wir jetzt erstmal folgendes. Wir packen das mal hier hin. Ich hab gedacht, eigentlich die Strommasten mitgenommen haben. Da hat es keine mehr, weil hier fehlen Strommasten. Dann holen wir uns hier auch noch Strommasten. Gut. Es kam schon der Vorschlag, weil wir ja immer hin und her springen und Material suchen, dass wir ein Zentrallager bauen sollten, aber... Ich halte davon nichts. In der jetzigen Situation hier in der Mitte auf der Karte 1000 von Kisten hinzusetzen und die mit Drohnen sortieren zu lassen. Zumal wir, glaube ich, forschungstechnisch, wir können keine nur Lagerkisten. Richtig. Wir können nur Lagerkisten setzen, aber keine Anbieterkisten oder keine Anforderungskisten oder keine. Wie heißen die grünen? Passivkisten waren es, glaube ich, ne? Keine Logistikdrohnen. Pufferkisten. Logistikdrohnen können wir tatsächlich, Cody. Ja, die billigen halt. Also in Anführungszeichen billig. Naja, wenn du neben dem Symbol von der Stadt. Ach doch, tatsächlich, die Cargo-Pinobots haben wir tatsächlich schon. Korrekt. Yep. Ah, okay, ich dachte, die hätten wir noch gar nicht. My bad. Richtig. Frühstück.
So, aber ich würde sagen, bevor es weitergeht, machen wir hier kurz einen kleinen Cut. Und wie es weitergeht, tja, das sieht man vielleicht. Vielleicht aber auch nicht beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.